Die Polizei hat auf der A1 bei Bremen ein Taxi mit französischem Kennzeichen gestoppt und drei Personen festgenommen. Der Hinweis auf das Taxi war von Bürgern gekommen, die von den Nachrichten über den Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Straßburg alarmiert gewesen seien. Dies sagte ein Polizeisprecher in Delmenhorst. Einer der Insassen soll maskiert gewesen sein. Es gibt aber nach bisherigem Kenntnisstand keine Verbindung zu dem Straßburger Vorfall. Der Sachverhalt stellt sich derzeit geringer dar als zunächst angenommen, sagte der Sprecher. Das Taxi werde von der Spurensicherung genau untersucht. Die drei Tatverdächtigen würden vernommen. Sind drei marokkanische Staatsbürger. Und wie gesagt, die Überprüfung der Personen läuft aktuell. Bei dem Anschlag nahe dem Straßburger Weihnachtsmarkt wurden am Dienstagabend drei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Der Täter ist noch flüchtig.